Was geht ab, meine Freunde? Ich bin gerade hier im Shopping, in der Shopping Mall, Fortaleza heißt das. Und ich habe jetzt gerade ein Interview hier gemacht mit der Andrea, aber ich habe mich dazu entschieden, ihr das Video zu geben. Deswegen werde ich das bei mir tatsächlich nicht posten. Das Ganze werdet ihr dann auf ihrem YouTube-Kanal finden. Einfach, keine Ahnung, mir war einfach danach. So, mir war einfach danach. Ich werde aber stattdessen, werde ich jetzt gucken, dass ich ein bisschen mehr von dem Tag hier filme, von dem, was wir hier so machen. Wo wir jetzt nochmal hinfahren werden, weil da gibt es ein, zwei Orte, die ich jetzt nochmal gern besuchen wollen würde und auch mit einer anderen Quali nochmal filmen wollte. Und ja, so werden wir das machen und ich halte euch auf dem Laufenden. Ja? Oh, we got that. Hi, Vlog. Welcome back to Back with a Backpack in the Back. Sind wieder zurück. Mein Gott, ich wollte jetzt einfach zurück. In dem Vlog von John, aber es wird auch in meinem Vlog drin sein. Wir teilen alles. Sag, wen. Schon aufmachen, warum wollt ihr das hier aufgeben? Kennt ihr dieses, man muss posen? Ja. Ja, die rede ich. Okay. Sehr schön. Ich. Was geht ab, meine Freunde? Ich mache jetzt doch nochmal einen ganz neuen Vlog und guck dann, wie ich mir das aufteile mit Andrea. Und das wird sehr spannend. Wir fahren jetzt gleich an einem Ort, wo ich schon mal gefilmt habe. Zwei Orte wahrscheinlich. Ja, wir beeilen uns. Zwei Orte wahrscheinlich, wenn wir schaffen. Und vielleicht auch ein bisschen mehr. Wir gucken einfach mal. Ich nehme heute jetzt den Rest des Tages einfach mal dafür Zeit. Bis ich vielleicht mal irgendwie einen Anruf bekomme und irgendjemand sagt, hey John, du musst da und da und da jetzt hinkommen und so. Weil ich bin auf der Suche nach Business Opportunities. So, let's go! Feeling like I'm 2-3, cause you know I'm zoning. Shawty got a wave, we been chilling by the ocean. Now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning. Feeling like I'm 2-3, cause you know I'm zoning. Shawty got a wave, we been chilling by the ocean. I told her my way, what can I say? Ooh, I got them looking at me sideways. I can't take no days off, they know I can't. Lately I've been in it. Regina, vielleicht ist ja eine Frage, die wir beide beantworten können, deswegen. Ich habe folgende Frage. Mhm. Wie war das für euch eigentlich, das erste Mal hier in ein Taxi einzusteigen? Für mich war das voll cool. Ich sage ganz ehrlich, für mich war das so. Es war voll cool, es war voll eng und so, aber es war trotzdem voll geil. Ja, ich finde, es war mal so ein, es war etwas ganz anderes. Es war irgendwie so, als wäre es extrem frei und als würde es irgendwie keine Grenzen geben und keine Regeln. Weil du siehst einfach, es quetschen sich einfach 10 Leute in ein Auto, obwohl da nicht so genug Platz ist. Am Anfang hatte ich schon Angst, so alleine einzusteigen, weil ich habe die ganze Zeit das mit diesen Stationen kannte ich noch nicht und wo ich genau sagen soll, dass ich aussteigen werde, kannte ich noch nicht. Deswegen hatte ich Angst, aber sonst, ich fand das voll geil. Ja, also seid ihr als allererstes in so ein Privattaxi eingestiegen oder war das schon dieses Omnibus? Also das war eigentlich unsere Onkels haben uns mit den Autos abgeholt und deswegen hatten wir das Problem nicht mit Privattaxi, personalisiertes, nein. Also dann erstmal war wirklich unser Taxi hier so. Nein, aber dann beim zweiten Mal, wo wir dann zu unserer Tante gefahren sind für eine Woche, dass sie uns so ein bisschen guidet, sind wir dann schon mit Öffentlichen gefahren. Das war dann schon eine ganz andere Experience. Ja, das war schon so voll, ich weiß nicht. Es war einfach anders. Du hast einfach gemeint, du bist in Afrika. Ja. Dieses No Limit. Ja, no aber Limit. Ich finde es cool. Also ich mag diese Erfahrung. Ich fahre gerne mit öffentlichen Taxis. Ich glaube, das erste Mal, wo ich wirklich, also was heißt ich ganz alleine, ich war mit meinem Schwager, erstmal, als wir uns in ein Taxi gesetzt haben, da war der Beifahrersitz ein Klappstuhl. Ja, das ist ganz normal. Oh, nur stand da. Genau, das sind die Konditionen, die ihr vorfindet. Ja. Welcome to Angola. Oder hier, zum Beispiel, dieses Fenster hier geht nur manuell hoch und runter. Ja. Das heißt, runterdrücken. This is the real fucking life. Ich schwöre. Aber das ist conducir, ja, Internet conducir. Ja, darf ich. Ja, ist okay, nein. Okay. Ja, aber krass. Aber gibt es sonst auch irgendwie so Erfahrungen, wo ihr sagt, ey, als wir das erste Mal gemacht haben, das war krass. Motorradfahren. Ja, also das finde ich Seid ihr lebensmüde? Das ist wirklich das. Du merkst einfach, dass es, man wirklich, wenn man auf einem Motorrad sitzt so, du merkst wirklich, einfach wirklich, du lebst nur einmal. Do what you gotta do. Ich höre, ich fahre so gern Motorrad, aber es ist echt gefährlich. Es gab wirklich auch schon sehr viele
Stories, die ich von Unfällen gehört habe, aber ich fahre schon wirklich gerne mit Motorrad. Manchmal vor allem, wie die fahren. Und die sind auch noch so, die sind auch noch so, die scheißen richtig auf deine Meinung. So. Das ist dir egal. Also da ist so richtig dieses... Ja. Mir ist scheißegal, was du... So, Hauptsache, du kommst an, gib mir mein Geld. Ja, die fahren zwischen... Da ist ein Auto, da ist ein Auto. Da kann so wenig Platz fahren sein, die fahren trotzdem. Ey, das so, ist das ist schon echt krass. Das ist halt Angola, muss ich auf das einstellen. Ja. Ja. Man muss es mögen. Weil ich denke, für jemanden, der hierher kommt und sich nicht darauf einstellt, der ist dann so, okay, das ist für mich gar nichts. Ja, man muss sich auf diese Struktur hier einstellen. Genau, ja. Genau. Mhm. Ja, das darf man nicht. Also man darf sich auf keinen Fall irgendwie verschließen oder so. Ja, genau. Das ist schon, ja, so, komm klar. Es ist so, komm klar, oder? Aguenta sola. Das ist leider echt so. Es ist so. Nee, hier, es wird dir niemand das Leben recht machen, du musst es dir selber recht machen. Also ich bin einmal ganz kurz mit einem Motorrad gefahren. Mhm. Okay. Und ich fand's auch wild. Ja. Aber ich kannte halt generell so Motorradfahren, kannte ich ja schon so, weißt du? Ja, so, das war jetzt genau. Nicht dieses so, okay, mein allererstes Mal so. Ja, ja. Aber ich fand schon wild, wie die gefahren sind, wo die gefahren sind. Und ich so, genau. Das brauche ich nicht nochmal zu machen. So. Ja. Und vor allem habe ich auch ein Motorrad-Taxi-Business hier gestartet gehabt. Oh, echt? So, also oben in Quilamba. Okay. So, also genau, ich habe ein Motorrad gekauft und mein Schwager fährt damit und ich kriege halt wöchentlich da so mein Geld. Oh, also es funktioniert immer noch oder ist es... Ja, ja. Oh, okay, voll so. Cool. Doch, es funktioniert. Und ist das noch so recently oder ist es schon, machst du es schon länger? Seit letztem Jahr. Wow, voll cool, dass es so gut funktioniert. Seit letztem Jahr. Mhm. Aber ich würde sagen, das ist eine gute Einnahmequelle für Frauen, dass sie einfach ein Motorrad kaufen und dann immer am Ende von der Woche so ein bisschen mehr Geld haben. Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Das Ding ist nur, ich sag jetzt, also keine Ahnung, dadurch, also die Taxis fangen jetzt an, ganz andere Gelder zu verdienen, ne? Durch diese ganzen Apps und so. Ja, stimmt. Gibt es viel mehr Sichtbarkeit für Taxis, aber für die Motorräder ist das halt nicht. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Und die Motorräder werden halt so dazu verdonnert, so nach dem Motto, nur in diese Matschwege, Schleichwege zu fahren. Mhm. Und da ist halt Kacke. So, aber. Und das heißt, dementsprechend geht dann noch das Motorrad kaputt und so, ist ein bisschen schwierig. Mhm. Aber ansonsten ist es eigentlich an sich cool so, weißt du? Also für mich zum Beispiel war es auch gar nicht so richtig dieses, hey, ich will damit jetzt Business machen. Ja. Sondern einfach, hey, ich will einfach unterstützen, so. Ja, oh, okay. Denen einfach eine Möglichkeit bieten, selber Geld zu verdienen. Ja. So, weißt du? Und das ist das, was auch passiert ist im Nachhinein. Wow, so, mein Schwager, der auf einmal... Der fragt zu Hause gar nicht mehr nach Geld. Oh, das ist so cool. Und war dann auch, wie heißt es so, dieses, er hat immer Zeit. Ja. Weißt du, so, daran merkst du dieses, so, der verdient Geld. Ja. So, der hat immer Zeit, der hat immer Internet, immer Zeit. Und für mich war es halt cool. So, ja, weißt du, nein, so, das ist war gut. Auch, ist in Ordnung. Und wir gucken, also ich bin generell so einer, ich, gerade auch, weil ich mich herantaste an manche Dinge. Ja. Gucke ich auch immer, okay, was kann ich mit für mich wenig Geld hier bewirken, dass jemand von hier quasi einfach nur eine Arbeit hat. Ja. Ja, und ich will auch gar nicht dieses, ihr arbeitet für mich machen. Ja. Sondern einfach, okay, lass eine Partnerschaft machen. Ja, so, ihr seid ein Team. Genau so. Also ich investiere, ich lasse uns über Strukturen, Strategien sprechen, okay. Aber... ich brauche nicht viel da irgendwie zu haben. So. Lass uns einfach Dinge ausmachen, wie zum Beispiel, ey, Summe X kriege ich Ende der Woche immer. Mhm. Und dann aber ich muss auch ehrlich sagen, das ist auch so ein bisschen eine europäische Mentalität, weil die Leute von hier denken nicht so. Ja, kann sein. Die Leute von hier, die denken, du arbeitest für mich. Es gibt nicht dieses so, ja, wir sind ein Team und wir machen das jetzt zusammen. Ja, was passiert? Wir unterstützen uns gegenseitig. Ja. Das ist mehr etwas von Europäern, muss ich ehrlich sein. Ja, meinst du? Ja, ich finde schon. Also wenn du dir das hier anguckst, wie die hier Business machen, die denken nicht so. Für die, deren Arbeiter sind deren Sklaven und nicht und wirklich so jemand, der sie unterstützt. Ja, das ist krass. Mhm. Weil darüber habe ich so noch gar nicht nachgedacht. Aber vielleicht hat das auch eher was zu tun mit, auch da wieder, ne, in welcher Schicht du bist. Weißt du, was stimmt. Ich meine? So? Ja. Mhm. Ist schon krass. Ja.
a la idea de no volverte a ver, a saber que no te va a tener. Yo no te quiero perder, aunque sepa que lo nuestro no va a volver. No queda nada que hacer, entre tú y yo todo va a desaparecer. Pareciera mentir. Seht ihr eigentlich an eurer Mutter selbst jetzt mittlerweile auch so eine also nein. So wie es eurer Mutter jetzt gerade geht, entspricht ihr Leben auch wirklich ihren Erwartungen? Also weißt du, was ich meine? Dieser Wunsch, dass sie auf jeden Fall zurück will nach Angola, ist das für sie jetzt auch so wirklich die richtige Entscheidung gewesen? Ja. Auch als Vicky da war, hat sie gesagt, oh mein Gott, deine Mutter sieht einfach fröhlicher aus. Also früher in Wien, als ich euch besuchen gekommen bin und so, dann sie war von einem Sofa und sie hat nichts gemacht und ja. Also, sieht so aus, als hätte sie wirklich ihr Purpose in Life jetzt so gefunden. Ja. Leben ist wieder eingehaucht. Ja, genau. Und deswegen definitiv ja. Sie sagt so manches ist anstrengend, aber das ist das, was sie will. Ja. Ja, nee, also genau. Das ist das. Ich find auch, also es ist so wie, kennst du dieses, hier gibt es so viel Schmerz und Leid. Ja. Und es gibt auch einfach böse Menschen. Ja. Gibt es auch. Also Menschen, die wirklich einfach von Grund auf wirklich böse sind. Ja. Aber trotzdem gibt es irgendwo einen gewissen Kern an, wir haben so viel Hoffnung, dass diese einfach nie ausstirbt. Es ist wirklich so. Und ich glaube, genau das ist das, was uns auch von dort hierhin so zieht. Ja. Es ist wirklich so. Das habe ich wirklich krass gemerkt, weil irgendwie ist es so, du siehst die Person, die ist wirklich im tiefsten Grund des Lebens, wirklich, du merkst wirklich, eigentlich gibt es da gar keine Hoffnung mehr. Trotzdem haben die Leute noch Hoffnungen und die schaffen es dann trotzdem auch wieder aus dem Schlamm raus. Und ich finde, das motiviert dann einen auch sozusagen so, warum soll ich denken, dass mein Leben vorbei ist, wenn es Leute viel schlimmer haben und es da auch rausgeschafft haben. 100%. Ja. 100%. Deswegen und das ist das. Definitiv eine Motivation, ja. Ja. Und manchmal ist nämlich dieses, es gibt, weil ich sehe jetzt gerade, sehe ich bei einigen YouTubern und so, aus Ghana zum Beispiel, die sind aus, keine Ahnung, aus UK ausgewandert nach Ghana, haben da jetzt 1-2 Jahre vielleicht gelebt und so, aber jetzt auf einmal ziehen die wieder zurück. Ja. So, ne, also weil auf einmal so, es war halt klar, es war nicht einfach, aber es gibt dann so ein paar essentielle Dinge, wie zum Beispiel Gesundheitswesen, Bildung, womit die jetzt doch ein Problem haben und so. Und klar, ey, das ist das Recht von jedem, Also so, jeder soll machen, was er will. Genau. Und es ist auch nicht unbedingt ein Versagen, so würde ich das niemals bezeichnen. Ja, doch. Aber es ist halt am Ende dieses, es entspricht nicht zu 100% der Vorstellung, die man hatte. Und deswegen lässt man es. Genau. Und deswegen sage ich auch, Auswandern ist nicht ein Trend oder etwas, das man einfach zum Spaß machen sollte. Ich denke, man sollte sich wirklich gut überlegen, okay, wie sehe ich mich zum Beispiel in 10 Jahren in diesem Land? Kann ich mir dann zum Beispiel immer noch vorstellen, weil auch wenn man nicht weiß, wie es in einem Land ist, wenn man actually auch da lebt, trotzdem sollte man sich denken, so okay, wie stelle ich mir das vor, auch in 10 Jahren? Ja. Und ich kann definitiv jetzt auch immer noch sagen, dass ich in 10 Jahren mich immer noch hier sehe. Also ich denke nicht, dass ich zurückgehen würde, nein. Sehr stark. Aber ich sehe mich definitiv als eine sehr viel reisende Person. Okay. Ja. Aber so nochmal irgendwie in Europa versuchen zu leben, ich glaube nicht. Ist nicht so mein Vibe. Das ist sehr, sehr gut. Ja. Das ist sehr, sehr gut. Regina, du? Ich auch nicht, Bruder Chili. Ja? Ich möchte gar nicht in Europa leben. Am meisten noch diese Kälte mit meiner Krankheit geht gar nicht klar, Bruder. Also ich bleib auf jeden Fall hier. Ja. Also. Ja. Ja, okay. Ich lasse jetzt einfach mal so stehen, weil es ist dieses so. Es gibt auch andere schöne afrikanische Länder. Genau. Aber wir promoten hier gerade nur Angola. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich kann es nicht ganz ausschließen, in einem anderen afrikanischen Land zu leben. Aber so Europa, so dieses. Nicht, dass wir auf einmal alle in Namibia landen. Ja. Ja, ich say no more. Ja. Weil Afrika ist definitiv interessant. Und jetzt, wo ich meine Füße da hineingesetzt habe, möchte ich mich jetzt erstmal nur in diesem Raum bewegen. Ja. Ja. Ja, ja. Würde ich genauso behalten. Ja. Yeah.
halt auch das Ding mit, die Realität ist, dass wenn du hier Verpflichtungen hast, musst du dieser Verpflichtung auch nachkommen. Aber es dürfte kein Problem sein, ich weiß nicht, ob das recht zu laut ist wegen dem Fenster, aber es sollte kein Problem sein für dich, eine Verpflichtung zu haben, wenn du eine gewisse Routine oder einen gewissen Ausgleich von vornherein mit einbaust. Das ist das. Also es geht darum, dass du Routinen einbaust. Es ist dieses, jeden Sonntag mache ich das, jeden dies mache ich das. Und dann bleib auch dabei. Und ich denke, dass das dann funktionieren kann zumindest, weißt du? Aber ja, weil wenn du arbeitest... Ja, man sollte sich Pause geben. Das ist es. Weil wenn du arbeitest, dann arbeitest du. So, dann ist dieses... Ja, und wenn das ein Überlebenskampf ist, ist es auch ein Überlebenskampf, weißt du? Ja, das stimmt schon. Die ganze Zeit zu leben. Ich denke auch nicht, irgendwann, wenn man dann das erreicht hat, was man wollte, ist man dann, glaube ich, trotzdem nicht zufrieden, weil man die ganze Zeit nicht gelebt hat. Ja, richtig. Ja. Vor allem, es gibt auch dieses... Meistens ist Sonntag der Tag, wo man am wenigsten Geld verdient. Ja, stimmt. Eigentlich so gar nicht. Warum überhaupt arbeiten? Ja, stimmt. Was ja, ist? Die meisten Leute gehen dann immer zum Strand am Sonntag. Ich habe schon so viele Einladungen. Ja. Zum Beispiel so, weißt du? Ja. Und dann muss man natürlich überlegen, okay, was kann ich mir leisten? Kann ich mir das leisten? Ja, nein, bla. Ja. So. Dann muss man halt gucken. Muss man halt gucken. Ja. Deswegen nicht so hart zu sich selber sein. Genau. Wie ich es manchmal oft bin. Ja, leider. Relax. Aber bei mir ist es manchmal so, dass ich manchmal diesen anderen Blickwinkel brauche. Weil ich zu viel in meinen Kopf lebe. Ja. Ja. Du musst einfach Dinge machen. Ja. Du, guck mal, du, jemand, der immer zu viel im Kopf ist, einfach machen. Ja. Machen, und du musst dich damit schon anfreunden, dass das, was du machst, vielleicht nicht klappt. Mhm. Und mit Fehlschlägen und so einfach lernen umzugehen. Ja. Dadurch gewinnst du so viel im Nachhinein. Ja. Einfach loslegen. Sie ist komplett so, aber ich bin so. Die ist so, just do it, auch wenn es nicht gut läuft, just do it. Da bin ich so dieses so, naja, vielleicht sollst du das nicht machen, weil wenn es nicht gut geht, aber ja, sollten das vielleicht abstellen. Das ist so. Ja, ja. Leute, wir sind gerade auf dem Weg zu einer Brücke. Diese Brücke ist quasi über dem Rio Cuanza, ja. Und ich werde den Mädels da mal was zeigen. Das habe ich auch schon mal in einem YouTube-Video gemacht, aber ich wollte es unbedingt nochmal machen. Grundsätzlich für mich auch und um das Ganze auch nochmal in einer etwas besseren Qualität festzuhalten. Genau. Und danach werden wir an einen Ort gehen, den ich auch schon mal in dem Video hatte. Weil das einfach genau diese Strecke ist, genau diese Route. Einfach nur mal, um so ein bisschen unseren Kopf frei zu kriegen. Und ja, bleibt gespannt. Ich hoffe, dass es euch gefallen wird. Ich finde das schon alleine schon voll spannend. Also noch spannender kann es gar nicht werden. Auch wenn wir irgendwie nur das Sport.